Die Runde ist neu gestartet. Okay. Board oder kill? What the fuck? Bewegen. Alter. Also, User left your channel. Aus den Stöckern machst du dann erstmal Wooden Support. Ja. Das kostet 2 Stöcke pro Wooden Support. Aus diesen Wooden Supports brauchst du davon ebenfalls wieder 2, brauchst du dann Wooden Crosses. Ja. Und diese Wooden Crosses zusammen mit, Moment, Wooden Frames, die aus 2 Holzplatten bestehen, die aus 2 Holzbrettern bestehen, machst du dann eben, das ist immer so in 2er Schritten, machst du dann ein Crate. So muss ich erstmal als Grundlage Holz fällen. Genau. Und eben mit einer Säge kannst du aus Brettern eben noch Stöcke machen, weil von den Stöcken kriegst du meistens immer zu wenig. Okay. So. Da muss ich erstmal Stöcker finden. Ja, ich hätte eine Kettensäge. Kettensägen sind cool. Oh, warte, da passen echt nur 4 Sachen rein. Mann, das ist man von Minecraft gar nicht gewohnt. Oh, fuck. Vor allem, da passen nicht nur 4... Was? Hallo? Ich will jetzt hier handeln. Oh mein Gott, mit seinem Japaner-Gesicht hält er eine Swisscan auf mich und hinter ihm ist ein Zombie. Dann warne ihn! Was für ein Ding. Wie legt man sich hin, mit welcher Taste? Mit Y. Ne? Ja, lol. Hey, was will der? Das steht jetzt hier vor mir. Hinlegen. Hä? Warte mal eben. B. Ach, Y. Y klappt nicht. Okay. Keine Ahnung, dann kann ich dir nicht helfen. Ja, auf jeden Fall, den Bauplan hast du jetzt erstmal. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. Du sollst bei den Channel kommen, Lars. Ja, ist okay. Könnt ruhig gehen, ich bin fertig. Channel. Seid ihr weg? Bin auch da. Ach so. Er sollte bei den Channel. Ach so, ja, okay. Ihr habt euch also jetzt auch schon eine Basis aufgebaut? Ja, keine richtige, wir haben halt keine Sachen. Wir haben halt nur unsere Items dahin geworfen. Ja, okay. Alter, bei denen, das ist so alles voll, die haben viel zu wenig Kisten und Lagerplatz. Bei denen liegt das Zeug haufenweise auf dem Boden. Ja, vor allem, die sind komplett Elite, wir können da gar nichts gegen machen im Prinzip. Eigentlich nicht, ihr müsst euch nur eine Waffe suchen mit einem Zielfernrohr und dann einfach warten, bis sie sich am Fenster zeigen. Haben wir, aber das bringt ja nichts. Weil die da direkt respawnen. Ja, und dann haben die direkt wieder ihre Elite-Ausrüstung, wissen wir von wo wir geschossen haben und bringen uns direkt um. Dann nimmt einfach so einen Crossbow, den hört man nicht. Ja, die schießen aber nicht so weit, oder doch? Ich weiß nicht, ich habe es gerade einen aufgehoben, ich werde das mal ausprobieren. An ihnen. Lol, der Zombie verliert erstmal eine Hose. Warum schreibt ein Wargamer jetzt LOL? Ich glaube, das steht schon lange im Chat. Okay. Ich habe hier im Grunde auch nur eine ganz kleine Basis, bestehend aus 2 Tresoren. Mehr ist das nicht. Aber wir haben gar nichts. Muss schon einen guten Start erwischen, ansonsten wird das ziemlich lange einfach nichts. Aber ich glaube, es wird dann auch langsam Zeit, dass wir den Server neu starten, damit wieder neue Items spawnen. Also langsam sind hier einfach keine Sachen mehr.
und zwar so allmählich wieder, aber Sachen, die man nicht aufhebt, bleiben ja da. Die despawnen nicht und dadurch werden dann Sachen, die nicht aufgehoben, da kommen dann einfach keine neuen Sachen an dieser Stelle. Weil man die Sachen dann zum Teil einfach nicht braucht und dieses ganze Moldy-Zeug, das nimmt dann einfach den ganzen Platz weg. Da müssen die beiden jetzt dann einfach mal anfangen, Kisten und so zu bauen und jetzt ganzes Zeug zu verräumen. Hier den Krankenwagen. Ah, okay, dann, ich habe da noch einen Rucksack als Beilage hingetan. Meine Waffe wollte ich dann natürlich nicht hinlegen. Alter, Bananen für 44,99. Und voll nicht überteuert. Nee, gar nicht. Bin ich schon wieder an meinem Lager. Das wäre übrigens überhaupt nicht nett, als Lars mir den Sportwagen geklaut hat. Das ist schließlich meiner. User joined your channel. Boah, ey, die haben mich erschossen. Ich war da, Alter, die Zombies schon wieder voll aggressiv. Hallo, seid ihr noch da? Ja, wir sind noch da. Ja, ich war da, ne? Wollte rausgehen, dann wollte der meine ganzen Sachen haben, beziehungsweise meine Waffe halt, ne? Dann sollte ich rauskriechen. Dann haben die auf mich geschossen, dann bin ich ausgestiegen und bin weggefahren. Okay. Ja. Moment, die haben dich jetzt nicht erschossen? Ich bin nachher an der Verblutung gestorben. Ich hatte da so ein Bluttropfen-Dings. Ja, ja. Darum bin ich dann draufgegangen. Beschissen. Und die meinten dann so irgendwie, du hast damit jetzt den Krieg angefangen, obwohl es ja Quatsch ist, weil das ja schon im Prinzip die ganze Zeit ist. Aber, ja. 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 Ganz ehrlich, das war jetzt wirklich eine übertriebene Reaktion. Echt? Jetzt aber Julian, ich habe hier schon mal eine Axt gefunden, ne? Ja, ich bin hier auch schon mit einer Feueraxt. Ich habe auch eine Feueraxt. Aber wo bist denn du? Ich war gerade planlos durch die Landschaft. Mann, hätte ich auch mal in allen möglichen Dörfern und so. Hier noch Sachen sind. Von mir aus könnt ihr gerne das Militärlager absuchen. Ja, ich komme da jetzt erstmal gar nicht hin, weil... Ich habe ja meine Ausrüstung schon zusammen. Ja. Kommen jetzt aber sowieso... Ja, 3 Millionen Zombies. Weg zu mir. Ach, ich kann die halt kaputt hauen. Wo bist du denn? Bin ich? In irgendeinem komischen Dorf. Seid ihr vielleicht hier irgendwo in meiner Nähe? Ich bin jetzt gerade beim Militär. Da ist der Krankenwagen. Ja, ich sehe dich, Julian. Plan, wo ich bin. Ah. Wir haben einen Zombie, so. Die hätten mich einfach gehen lassen können. Oh, nee. Nee, das können die nicht. Nein, das geht nicht. Warte, weißt du, wo ich gespawnt bin? Wo denn? Wo denn? Bei denen. Was soll ich jetzt machen, Omniat? Komm hier nicht lebend raus. Warte, ich hol dich ab. Geh hinter einem grünen Haus. Na verdammt, ich kann gerade nicht rennen, ich habe mir einen Knochen gebrochen. Knochen gebrochen, alter Jochen. Kein Knochen gebrochen, jedes Teil ist noch heil. Naja, das unten schon. Okay, ist ja auch ein Knochen. Will es nicht, aber. Nein, das ist ein Schwellkörper. Ja. Wo bist du genau? Bist du hinten links im Ort, hinten rechts im Ort? Da muss man gucken. Ich bin hinter einem grünen Gebäude. Die leuchten jetzt hier einfach gegen die Wand mal. Oder auf dem Boden. Über ein Auto. Ah, das ist ein pinker Sportwagen. Ja, das bin ich. Ich fahre jetzt gerade eben Lars abholen.
Unter einem grünen Gebäude. Ganz hinten am Ende, in der Nähe vom Friedhof, neben dem Friedhof. Okay, beim Friedhof, das ist gut. Und auf jeden Fall, dass die jetzt nicht auf mich schießen. Nee, die haben auch gerade gesagt, die schießen nur nicht auf dich, weil du ihnen Essen bringst. Okay. Dabei habe ich das Essen von ihnen bekommen. Geil. Ich höre schon mal einen Motor. Ja, ich bin gerade gegen einen Baumstumpf gefahren. Da oben sehe ich dich. Ach, du bist... Ich will herfahren. Mein Gott. Stein. Einsteigen bei den fremden Menschen. Doppelte Zeit. Okay. So. Sehr schön. Binoculars. Und ein Police Cap. Ein Police Cap habe ich schon. So. Brauche ich noch ein Gewehr? Was musst du noch? So, dann kannst du gleich beim Militärlager aussteigen. Jo, mach ich. Julian, bist du mit deinem eigenen Auto? Ja, ist mit dem Krankenwagen da. Okay. Ich hab ne Berett mit Holographic Sight. Was ist denn das? Ein Visier. Holographisches Visier. So, achso. Also so ein Rotpunktvisier. Red Dot. Nur noch größer. So. Nein, kein Red Dot. Größeres Red Dot, mehr oder weniger. Einmal aussteigen. Dankeschön. Ich gehe jetzt noch eben zum Lagerfeuer. Ach stimmt, ich habe hier vorne auf dem Weg links auf der Seite unter einem der Bäume ein Lagerfeuer aufgestellt. Ganz am Anfang. Das könnt ihr immer benutzen, wenn ihr Fleisch braten wollt und ihr gerade in der Nähe seid. Ja, machen wir dann. Wie dann sollen wir erstmal dann mit, Holz fällen? Dann komm mit in den Krankenwagen. Ich habe keine Axt. Ach so. Doch, habe ich. Die Feueraxt. Wir sollten mal... Obwohl, nee, wir machen das an der Base. Ist das seins? Nein. Ihr könnt da ruhig jeden Wagen nehmen, außer den Sportwagen eben. Nein, nimm den Krankenwagen. Ja, okay. Komm, steig mit ein. Steig hinten ein. Wir wollen hier ja nicht. Dann bin ich kugelgeschützt. Ist man hinten eigentlich kugelgeschützt? Ja. Jetzt? Was? Aber von vorne kommen die jetzt wahrscheinlich eh nicht. Die haben aber nichts gesagt. Ich habe so meine leichten Zweifel, dass die überhaupt da waren. Nee, waren die nicht. Ich stand da unten. Da habe ich da kurz rausgeguckt. Dann habe ich die gesehen. Dann bin ich schnell in so einen Raum gegangen. Dann kam der da und dann, ja. Sollte ich mich hinlegen, dann hat er sich, dann ist er auf mir rumgehüpft. Warum er das bedeuten sollte. Und der, ja. Teabaggen. Genau. Der hat dich geteebeutelt. Also erniedrigt, indem er seine Eier an dir gerieben hat. Oh Mann. Ja, cool. Ihr seid jetzt also schon auf dem Rückweg? Ja. Ja. Willst du mit uns zusammenarbeiten? Söldner. Du Holz dafür? Was? Holz oder Munition oder so oder Waffen? Essen meistens. Aber aktuell habe ich wieder. Genau, das ist das, was wir gerade. Aktuell nicht bin ich gerade Freiarbeiter. Cool, kannst bei uns arbeiten. Ihr Reh überfahren, dann haben wir Essen. Geil, halt an. Oder, ja, okay, halt an. So, ich sammle eben die Scheiße von dem Viech auf. Ich hab hier noch ein Knapsack. Nicht wundern, wenn ich euch gleich überhole, ich will dann nochmal zum Airfield dort ein bisschen farmen. Dann kommst du automatisch zu unserer Basis. Ach, ihr seid beim Airfield? Ja. Mal da bist. Ey, nehm ich mit, dann bin ich schneller da. Oh, Penner. Komm, Julian, spring raus! Hey! Achso, du bist jetzt selbst weggefahren, Julian. Ich dachte, du wärst dann noch stehen geblieben. So. Nur ich bin der stehen bleibt. Mein Gott. Ja, dann fahr ich nochmal zurück. Und nein, ich sitze jetzt schon drin. Guck mal, ich mach sogar Innenbeleuchtung hier. Oh, ihr seid echt Penner. Ey, warum? Hey, bleib doch stehen! Aussteigen. Oh, diese armen Menschen. Was? Aussteigen. Was? Warum? Aussteigen. Ich weiß gar nicht, wo es zum Airport geht. Ich bin im Krankenwagen drin, aber sonst geht's so gut. Das und ich weiß, wo es zum Airport geht. Ja, er auch. Mach die Sirene an. Wie geht das? Steuerung. Ah. Echt jetzt? Ist auch ein Licht jetzt über dir? Ich kann gar nicht sehen. Ja. Geil. Sofort stehen bleiben. Polizei im Krankenwagen. Die Polizei im Krankenwagen. Ja. Na, bei mir fliegt gleich die Uhr wieder los. Ich mache heute wieder richtig viele Aufnahmen. Was? Die erste kann sofort nennen, schreitende Kinder oder so. Warum? Ja, weil wir uns doch gestritten haben. Achso, eine von denen nenne ich streitende Kinder, das auf jeden Fall. Oh, hier ist nichts, da haben wir schon alles ausgeräumt, jetzt rechts, oder? Ich weiß, ja. Ah, sei ruhig. Bing, 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 bing. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao.